Eine etwas komplexere und sehr textlastige Aufgabe. Ich habe mal das Wichtigste, was hier bei der Aufgabe dabei sein sollte, abgeschrieben. Natürlich die Werte, die etwas weiter unten stehen, AB, AD und den Winkel. Was man allerdings schon rauslesen muss, und das wäre am geschicktesten, man macht das gleich von Anfang an, es ist ein gleichschenkliges Trapez. Das steht gleich im ersten Satz. Wenn man diesen Satz hört, geschickterweise einfach gleich die Formelsammlung hinten nachschauen im Inhaltsverzeichnis, nach Trapez suchen, das gleichschenklige Trapez finden und aufschlagen. Denn dann erkennen wir nämlich gleich auch sowas, dass wenn der eine Winkel gleich ist, dass dann auch ein anderer Winkel gleich ist. Denn bei gleichschenkligen Trapezen sind Schenkel gleich lang und damit auch die Winkel gleich lang. Und deswegen wissen wir nämlich auch, dass die Strecke AD genauso groß ist wie die Strecke BC. Kann man an der Seite schön sehen. Gut, das Parallel hätte ich mir hier sparen können. Beim Trapez wissen ja eigentlich die meisten, dass es dann parallele Seiten hat. Die Zeichnung, ja, die wird etwas komplizierter, zumindest mit den Kreisen. Das Drachenviereck, das Trapez, das kann man eigentlich relativ schnell zeichnen, ist ja gar kein Problem. Schwierig wird jetzt die Kreise, und da muss man eben diese Punkte anschauen. Der Kreisbogen GH und so weiter hat den Mittelpunkt E. Also wir steigen auf jeden Fall schon mal hier ein und berührt die Seite CD im Punkt K. Das heißt, wir haben einen Kreis, der das hier oben berührt. Jetzt können wir eine Senkrechte hier hinzeichnen, müssen wir aber nicht unbedingt, und dann den Kreis zeichnen. Und dann geht quasi der Kreisbogen bis dahin und bis dahin. Und wir haben die Punkte. Ja, Punkt F ist natürlich falsch, hier muss H stehen, gleich wird es besser, da kommt der Magic-Zaubertrick. Und beim anderen ist es so, dass ich dann bis zu dem Punkt F gehe und den Kreis darüber zeichne. Und jetzt Magic ist aus dem Punkt F ein H geworden und hier haben wir den richtigen Punkt F. So, und dann ist es eigentlich relativ leicht, diese geschwungene Linie hinzubekommen, auch wenn es am Anfang relativ schwierig ausschaut. Ich habe die Strecken jetzt einfach mal so schwarz gelassen. Natürlich kann man das in der Zeichnung auch so machen, wie in der Angabe gefordert ist. Gut, bei der Aufgabe 2.2, das ist noch etwas sehr Dankbares, müssen wir einfach drei Größen berechnen. Die Strecke AC, die ist deswegen relativ dankbar, weil wir die Seite AB haben und die Seite BC haben und dann natürlich auch noch den gegenüberliegenden Winkel. Das heißt, wir haben hier einen Kosinussatz. Aufpassen ein bisschen auf die Einheiten. Aufpassen, dass wenn wir hier Quadrat schreiben, dass wir noch nicht die Wurzel ziehen, sondern erst jetzt wird die Wurzel auf beiden Seiten gezogen und dann kommt raus AC gleich 61,1 cm. Es steht über der Aufgabe, runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. Das darf man halt dann auch nicht übersehen. Man kennt es oder erkennt es aber auch spätestens nochmal an den Ergebnissen, an den Zwischenergebnissen. Die sind nämlich auch alle bloß auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Nächster Wert oder nächster Winkel ist BAC. Wir sind im selben Dreieck, haben eine Seite mehr und haben einen Winkel. Heißt, wir machen hier einen Sinussatz. Es wäre auch anders möglich gewesen, aber das ist komplizierter. Sinuswinkel BAC zu 35. Ich glaube, den brauche ich euch nicht mehr weiter diktieren. Wichtig ist hier, wir suchen den Winkel. Deswegen ist es in dem Fall geschickt, den Sinussatz, die Winkel oben hinzuschreiben und die Seiten unten. Denn jetzt müssen wir auf beiden Seiten nur mal 35 cm rechnen. Dann noch den inversen Sinus von diesem Term, der rechts entsteht, nehmen. Aufpassen, den muss ich beim Taschenrechner in Klammern setzen. Und schon erhalte ich den Winkel BAC gleich 33,6. Was hier wichtig ist zu beachten, eigentlich müsste ich einen zweiten Winkel beim Sinus berechnen, nämlich 180 minus 33,6 Grad. Habe ich hier vernachlässigt, denn es ist eindeutig klar, dass dieser Winkel hier kleiner ist als 90 Grad, also fällt diese zweite Möglichkeit weg. BAC gleich DCA. Ja, das habe ich mir jetzt gleich nochmal daraus erschlossen. Wenn ich den Winkel hier habe, dann habe ich hier immer auch den Winkel, denn das sind Wechselwinkel. Ja, es gilt nicht für den daneben dran. Der hat dann da mit dem nichts zum tun. Aber dadurch, dass hier die Parallele und hier die Parallele ist, dann können wir hier und hier diese beiden Winkel gleichsetzen, weil es Wechselwinkel sind. Und das hilft uns nämlich jetzt, um die Strecke CD zu berechnen, denn jetzt sind wir dadurch in diesem Winkel drin. Nur nicht ganz, wir haben nämlich ja erst den da, aber der Ganze hat 75 Grad, dann ziehe ich den ab und dann habe ich den Winkel hier. Also den Winkel CAD. Und jetzt bin ich drin. Und dann kann ich auch über den Kosinussatz gleich die Strecke CD berechnen, denn ich habe die Diagonale, ich habe diese Seite und muss das Ganze nur im Kosinussatz aufstellen. Oder ich kann es natürlich auch mit dem Sinussatz aufstellen. Denn durch die Wechselwinkel habe ich den Winkel hier oben auch gegeben. Also völlig egal, was man hier macht. Hauptsache, man führt zum Ergebnis 41,8. Was er jetzt merkt, ist, dass relativ viele Größen plötzlich ins Spiel kommen. Ich habe das jetzt im Computer nicht so machen können, aber das wäre bei eurer Zeichnung dann geschickt. Ihr zeichnet euch mit
Füller, von mir aus eine Zeichnung, alle Größen ein, die er nach und nach berechnet. Denn alle diese Größen kommen später nochmal vor. Und wenn man sie in der Zeichnung hat, ist es viel, viel leichter, wie wenn sie auf dem Arbeitsblatt stehen. Bei der Aufgabe 2.3, da sollen wir jetzt erstmal, steht im Teilergebnis drin, die Strecke EK berechnen, um dann irgendwann auf den Flächeninhalt des Kreissektors zu kommen. Der Kreissektor, der wird beschrieben durch die Strecken HE, also da ist HE, und EG, also der hier, und den Kreisbogen GH. Das ist also quasi das hier. Man muss das immer einfach genau lesen, dann weiß man einfach ziemlich schnell, wie das hingeht. Ja, und um diesen Sektor zu berechnen, brauche ich natürlich die Strecke EK hier, denn das ist der Radius. EK, das ist sehr schön, finde ich, denn das EK liegt in einem rechtwinkligen Dreieck. Das heißt, wir haben den Winkel da oben ja schon, ja, das war der Wechselwinkel zu dem Winkel, und dann haben wir diese Strecke hier oben. Moment, würde jemand sagen, haben wir noch nie berechnet. Ja, aber das da oben ist doch genau die Hälfte. Denn hier, dieser Punkt E, liegt auf der Mittelsenkrechten der beiden Linien oder der beiden Strecken, AB und CD. Das weiß man, wenn die Formelsammlung auf Seite 53 immer noch aufgeschlagen ist. Dann sehen wir nämlich, dass das hier eine Symmetrieachse ist. Und damit wissen wir, dass die Strecke da oben genau die Hälfte von die Hälfte von der ganzen Strecke CD ist. In dem rechtwinkligen Dreieck suchen wir also die Gegenkathete und haben die Ankathete, wenn wir den Winkel hier hernehmen, und das heißt so viel wie Tangens. Ist Gegenkathete durch Ankathete. Lösen wir das Ganze nach EK auf, haben wir 13,9 cm für diesen Radius. Und den können wir dann natürlich in den Sektor einsetzen, also GEH. Nur fehlt jetzt noch der Winkel, ja, den, was ich gerade diktiert habe, GEH, der fehlt noch. Wie komme ich auf den? GEH ist 180 Grad minus 33,6 minus 33,6. Warum? Ja, weil der Winkel ist 33,6, der Winkel ist natürlich aus Symmetriegründen auch 33,6 und deswegen muss ich 180 Grad minus die zwei Winkel berechnen. Hätte ich natürlich auch noch anders machen können, ich hätte den Winkel bestimmen können mit Gegenkathete durch Ankathete, wieder mit dem Tangens und dann das Ganze mal 2. Wäre auch gegangen. Aber ich brauche den Winkel und dann kann ich meinen Sektor berechnen. Jetzt wird's abenteuerlich. Wir sollen den Umfang berechnen. Es sind relativ viele Größen. IA, AB, BF, das sind drei Strecken. Okay, die kriegen wir wahrscheinlich irgendwie noch hin. Dann den Kreisbogen hier, den Kreisbogen hier und den Kreisbogen hier. Wer genau hinschaut, erkennt und weiß auch von den Symmetriegründen, dass dieser Kreisbogen und dieser Kreisbogen, die müssen gleich lang sein. Heißt, es reicht, einen zu berechnen. Relativ leicht zu berechnen ist dieser Kreisbogen, denn ich habe von dem Kreissektor gerade eben alle Größen schon da. Ich habe den Radius und ich habe schon den Winkel GEH. Ich muss es nur in die andere Formel bringen, nämlich dass ich statt R² zweimal R reinschreibe und schon bin ich ja beim Kreisbogen. Also sind wir da schon mal fertig. Schwieriger wird es mit diesem Kreisbogen hier, denn wir brauchen einerseits den Radius hier und wir brauchen den Winkel hier. Auf den Winkel da oben kommt man nicht so leicht. Man kann jetzt entweder Berechnungen in diesen Dreieck einziehen. Ja, wir waren ja ganz am Anfang von der Aufgabe, waren wir in diesem Dreieck, also könnte man mit dem Sinussatz hier den Winkel hier oben bestimmen. Oder wir machen es einfach mit der Winkelsumme im Viereck. Denn diesen Winkel kennen wir und die beiden sind gleich groß. Also 360 Grad minus die zwei Winkel. Da steht es, 360 Grad minus die zwei Winkel. Und dann teile ich das, was übrig bleibt, noch durch 2. Dann habe ich den Winkel da oben. Der ganze Winkel bis dahin. Und dann muss ich noch diesen kleinen Winkel abziehen, minus 33,6. So mache ich das Ganze über die Winkelmaße, die einfach schon gegeben sind. Natürlich könnte ich auch in dem Dreieck einfach den Winkel hier direkt bestimmen. Und dann fehlt uns noch die Strecke CG. Die Strecke CG hier ist relativ schwierig zu berechnen, weil die ist ja in keinem Dreieck drin. Da muss man ein bisschen weiterdenken. Was wir haben, ist die Strecke, oder haben könnten, ist die Strecke EC. Ja? Aber die EC müssen wir noch berechnen. Dann könnte man auf die Strecke CG kommen. Warum? Denn wenn wir diesen Radius hier mal sehen, der geht ja hier rüber. Die Strecke EG ist nichts anderes als der Radius. Also ist EH gleich EK gleich EG. Und wenn wir quasi die Strecke EC hätten, könnten wir diese 13,9 cm abziehen und dann hätten wir die Strecke hier oben. Das ist relativ schwierig zum rausfinden. Als Tipp kann ich euch dann nur geben, sobald ein Kreis gezeichnet ist, immer dran denken, dass von jedem Punkt auf diesem Kreis zum Mittelpunkt ist es dieselbe Strecke sein muss, nämlich der Radius. Und das ist es. Wenn ich dann eben am Anfang der Zeichnung schon EK zeichne, dann weiß ich doch eigentlich schon,
dadurch, dass ich es gezeichnet habe, dass das dieselbe und das dieselbe Strecke sein muss. Also habe ich diese 13,9, die ich schon mal hier habe. Jetzt muss ich nur noch EC berechnen und das geht relativ schnell, denn ich kann ja das durch zum Beispiel die Hypotenuse Gegenkathete durch Hypotenuse aufstellen. Ich hätte natürlich auch Ankathete durch Hypotenuse eben im Kosinussatz machen können, weil ich bin in diesem rechtwinkligen Dreieck, da geht es ziemlich zügig. EC ist also 25,1 cm. Aufpassen, dass man das hier richtig umformt. Erst EC auf die eine Seite und dann Sinus 33,6 wieder rüber. Also wenn ich EC habe, dann kann ich CG berechnen und CG ist ja mein Radius. Jetzt habe ich quasi meinen Radius. Jetzt habe ich meinen Winkel, der hier oben besteht und ich kann diesen Kreisbogen berechnen. Was noch fehlt, ist jetzt die Strecke AI oder die Strecke BF. Ist im Endeffekt das Gleiche. Aber nachdem ich ja den Radius da oben jetzt schon berechnet habe, CG, ist CF natürlich genau das Gleiche. Also kann ich CB, was 35 cm sind, minus CF rechnen, minus 11,2 und ich habe diese Seite BF. Und AB, die habe ich von Anfang an gegeben. Jetzt kann ich das Ganze noch zusammenzählen, so wie ich es am Anfang gesagt habe. 23,8 cm mal 2 plus die 60 cm plus 2 mal die 14 cm plus 27,4. Ich schlüssel jetzt nur mal auf, was das einzeln war. Nur noch mal Anfang, 23,8 war das hier, das nehmen wir zweimal. Und die 14, das war dieser Kreisbogen, den nehme ich zweimal. Alles andere hatten wir ja schon. Bei der 2,5, da sollen wir jetzt den Flächeninhalt von diesem Tischset berechnen. Wird auch wieder etwas schwieriger und aufwendiger. Zuerst brauche ich mal einen Gesamtansatz. Man merkt ja schon, dass ich mit Plusrechnung da nicht drauf komme. Also ich kann nicht irgendwie das Dreieck und das Dreieck und so weiter. Nein, es ist am geschicktesten, ich fange mal über das Trapez an. Ja, also das ganze Trapez. Dann habe ich mir jetzt ausgedacht gehabt, ich ziehe dann zweimal diesen Sektor hier ab. Ja, dann habe ich das Teil da oben schon mal weg. Problem ist jetzt, ich ziehe zwar als nächstes das Dreieck ab, aber das ist ja eigentlich zu viel abgezogen. Deswegen muss ich dann wieder den Sektor GEH dazu nehmen. Das ist ein bisschen ein Gestückle. Problem ist nämlich, dass wir diesen Bereich da oben nicht berechnen können oder nur indirekt berechnen können und deswegen müssen wir es so umständlich machen. Aber ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ich ziehe einfach die beiden Flecken ab und die beiden Flecken kann ich nicht abziehen, also muss ich erst mehr abziehen und dann das, was ich berechnen kann, wieder dazufügen. Also ABCD, das ist ein Trapez, könnte ich berechnen, indem ich die Höhe berechne, will ich aber in dem Fall nicht, weil die Höhe ziemlich schwierig zu berechnen ist und deswegen lasse ich das jetzt einfach sein. Was heißt ziemlich schwierig, man kann das schon machen, aber ich lasse es jetzt bleiben. Ich nehme einfach zwei Dreiecke, nämlich das Dreieck ABC, ABC und das Dreieck ACD. Darf ich auch machen. Das sind beides mal Sinussätze mit Größen, die wir schon gegeben haben. Sind wir ziemlich schnell fertig. Jetzt brauchen wir den Sektor GCF. Ich könnte natürlich auch IDH nehmen. Man macht das meistens gegen den Uhrzeigersinn des Beschriften. G dann zum Mittelpunkt und dann zum F zum zweiten. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht. So, dieses zu berechnen, brauche ich ja nur wieder den Radius im Quadrat und den Winkel dazu. Das hatten wir ja von vorher alles schon. Wir haben ja bloß vorher den Kreisbogen berechnet. Was wir dann noch brauchen, ist das Dreieck DEC. Da haben wir hier unten den Winkel und haben die beiden Seiten. Oder wir können das Ganze auch anders darstellen. Wir haben hier natürlich auch oben diese Seite und wir haben diese Seite. Also können wir das auch relativ leicht berechnen. Den Winkel hatten wir ja mehrfach hier oben in allen Richtungen. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenfassen, weil den Kreissektor hatten wir noch aus dem Teilergebnis von der Aufgabe 2.3. Das Einzige, was hier schwierig war, war der Ansatz. Nur wenn man halt auf den nicht kommt, kommt man auf den Rest nicht. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und ihr seht ja, fast alle Teilergebnisse, die man hier irgendwie berechnen kann, sind in der Aufgabe notwendig. Also fangt einfach mal mit dem Rechnen an. Was ihr euch bei der Aufgabe merken sollt für weitere Aufgaben, Radien erkennen. Dass quasi die Strecke gleich der Strecke ist, weil ein Kreis auf diesen beiden Punkten oder weil diese Punkte auf dem Kreis liegen. Das sollte man sich merken für die Dauer.